B-Klasse, das klingt nach zweiter Liga, ist aber laut Mercedes ein Trendsetter für Reise, Familie und Freizeit. Ein Auto für alle Fälle also, flexibel, eigenständig und weit mehr als eine gestreckte A-Klasse. Da fällt die Einordnung in bestehende Kategorien schwer. Mercedes nennt die B-Klasse deshalb Compact Sport Tourer. Das klingt so schön modern. Die erste Ausfahrt in Katalonien beginnt ernüchternd. Kein Applaus, keine Pfiffe für den praktischen Reisebegleiter. Obwohl dieses Auto erst im Sommer offiziell zu kaufen ist. Auf den ersten Blick sind die Ähnlichkeiten zur A-Klasse anscheinend doch größer, als es Mercedes lieb ist. Dabei hat die B-Klasse auf einer Länge von 4,27 Meter einiges zu bieten. Das Raumkonzept ist überzeugend. Die Bauweise des Wagenbodens haben die Mercedes-Ingenieure von der A-Klasse übernommen. Beim sogenannten Sandwich-Konzept liegen die Aggregate unter der Fahrgastzelle. Das ermöglicht einen komplett ebenen Boden. Innerhalb von 2 Minuten wird die B-Klasse zum Transporter. Umgekehrt geht das natürlich genauso. Mit einfachen Handgriffen gelingt die Wandlung zum Fünfsitzer. Der Laderaum fasst dann immer noch fast 550 Liter. Auch das Raumangebot auf der Rückbank ist gut. Der lange Radstand macht's möglich. Ebenfalls neu ist der Motor des B200 Turbo. Der 2 Liter Vierzylinder Benziner leistet satte 193 PS. Und damit geht es vehement vorwärts. Der Sprint auf Tempo 100 soll in 7,6 Sekunden gelingen. Und erst bei Tempo 225 endet der Beschleunigungsdrang des B200 Turbo. Besonderes Lob gebührt dem neu entwickelten Fahrwerk. Sicher, agil und sportlich fährt die B-Klasse durch die Kurven. Dabei dirigiert der Fahrer den Mercedes mit einer elektromechanischen Lenkung. Je nach Geschwindigkeit ändert sich die Servounterstützung. Ähnlichkeiten zum kleinen Bruder sind unschwer zu erkennen. Jedoch haben sich die Stuttgarter Designer bemüht, der B-Klasse einen dynamischeren Anstrich zu verpassen. Mit Erfolg. Jenseits der Tür wirkt die B-Klasse sehr aufgeräumt. Die Qualitätsanmutung ist so, wie man es von einem Mercedes erwartet. Und pfiffige Detaillösungen komplettieren den guten Gesamteindruck. Mit der B-Klasse drängt Mercedes in ein besonderes Marktsegment. Dem Namen zum Trotz, mit zweiter Liga hat die B-Klasse nichts zu tun. Das gilt allerdings auch für den Kauf. Der Einstiegspreis von knapp 22.000 Euro klingt zwar verlockend, unser Testauto aber schlägt inklusive aller Extras schon mit mehr als 35.000 Euro zu Buche. Ich bin ein